Hallöchen, ihr Lieben, zur, ich denke mal, letzten Folge von Forest of Drizzling Rain. So, wir haben den Stein und ich habe hier schon das Ganze mit dem Podest und dem Fragment und so weiter erledigt. Und wir haben schon wieder zusammengeführt Mutter und Kind. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle ungefähr etwas verändern wird. Wir gucken einfach mal. Wir gehen ab jetzt einfach das nochmal zusammen durch. Ich glaube, das ist schon anders, oder? Suga-kun, das Schwert ist... Suga-kun, es ist jetzt zu gefährlich. Hä? Der Stein, den du da hältst, der wird auf jeden Fall jemanden beschützen, der dir wichtig ist. Bitte, lass ihn mich haben, diesen Stein. Danke, danke. Es ist alles gut jetzt. Es ist alles gut jetzt. Du hast alle, die dir wichtig waren, beschützt. Dieser Stein, den du hergestellt hast, bist sicherlich du selbst und so weißt du, dir wurde vergeben. Wem wurde vergeben? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Wurde dem Kotorio Barke vergeben? Nein. Es ist verschwunden. Oder er, der Stein? Es ist alles, also alles verschwunden. Es ist alles gut jetzt. Ganz sicher sind dieses Kind und seine Mutter von nun an zusammen. Oh. Hey, ist dort jemand? Diese Stimme, das ist Officer Mochizuki. Lass uns gehen. Wir kommen jetzt hier raus. Yay. Juhu. Oh, ich darf tatsächlich bewegen. Na dann jetzt mal raus hier, ne? Ein Ausgang. In der Decke. Officer Mochizuki, ich und Suga-kun sind hier. Onee-san? Sakuma-chan, also geht es dir gut? Hey, seid ihr in Ordnung? Officer Mochizuki, mir geht es gut. Bitte helfen Sie uns hier raus. Verstanden. Wartet nur einen kleinen Moment. Ich werde etwas bringen, an dem ihr hochklettern könnt. Na, das hat doch gut geklappt. Wir haben alle befreit, alle gereinigt wahrscheinlich, ihre Seelen. Oh, Onee-san, ich bin so beruhigt, wirklich. Es tut mir leid. Mir geht es gut, also weine nicht, okay? Es war, weil Officer Mochizuki einfach nicht zuhören wollte, was ich sage. Deswegen waren wir so langsam und konnten nicht früher helfen. Mir ging es doch gut. Und du meintest, du würdest versuchen, Onee-san zuerst zu retten. Hm? Das war doch nur, weil du die ganze Zeit in Ohnmacht warst. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du hier einfach umherwanderst. Naja, ist ja in Ordnung. Zum Glück sind jetzt alle gerettet, dank dem. Jedoch, was war das, was da im Wald geschehen ist? Ich kann das kaum glauben. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass jener Ort mit diesem Gebäude verbunden ist.
Naja, jedenfalls werde ich jetzt erstmal einen entsprechenden Bericht verfassen. Also solltet ihr euch alle einig werden, die gleiche Geschichte zu erzählen. Okay. Alles klar. Also, ich bringe Sakuma jetzt zurück nach Hause. Ich werde mein Berichtebuch später bearbeiten und dann werde ich euch anrufen. Oder euch rufen. Sakuma, lass uns schnell gehen. Deine Eltern machen sich große Sorgen und warten auf dich. Schnell jetzt, denn ich werde mich gemeinsam mit dir entschuldigen. Ich nehme an, damit ist halt gemeint, dass er sie unterstützen wird. Ich habe ganz vergessen, das zu sagen, Onee-san, aber... dieser Wald, da ist jetzt alles in Ordnung. Hä? Weil da ist keine Präsenz und auch keine Stimmen mehr. Sie wurden alle purifiziert, alle gereinigt. Tatsächlich ist es so, Onee-san, selbst wenn du hierher kommst oder sogar hier lebst, es wird in Ordnung sein. Richtig? Verstanden? Tsugakun nachdem Mochizukis Untersuchungen beendet sind, werde ich zurück nach Hause gehen, nicht wahr? Von da an, wegen diesem Gebäude hier, Tsugakun, du solltest damit tun, was du möchtest. Schließlich sind ja die Erinnerungen an meine Eltern zurückgekehrt. Wie Sakuma-chan schon sagte, der Wald ist jetzt gereinigt und dieses Versprechen mit dem Kotori Obake existiert nicht mehr. Und deswegen, Tsugakun, gibt es nichts, was dich zwingt, an diesen Ort gefesselt zu bleiben. Tut mir leid, dass ich dir so viele Sorgen und Ärger bereitet habe. Wir waren nicht in der Lage, zurückzukehren. Wir waren nicht in der Lage, deine Stimme zurückzubekommen, Tsugakun, aber ich danke dir. Damit habe ich mein Versprechen mit dir erfüllt. Nicht wahr, Tsugakun? Naja, lass uns für heute ausruhen. Von morgen an muss ich mich erstmal über meine Erbpapierdokumente-Angelegenheiten kümmern. Und ich muss auch Vorbereitungen treffen, um zurückzukehren. Sie kann doch nicht einfach zurückkehren. Tsugakun? Oh, Shishan. Er kann doch widersprechen. Tsugakun, deine Stimme. Was ist denn, Tsugakun? Was? Ah, wie süß! Er ist rot. Es ist so niedlich. Hä? Wieder eine Notiz. Oh Mann, er muss sich wahrscheinlich noch dran gewöhnen zu sprechen. Es gibt eine Menge, über das ich reden möchte. Ja. Ich auch. Es gibt eine große Menge, über das ich mit dir reden möchte, Tsugakun. Yay! Diesmal ist auch ein anderes Endbild, ne? Wahrscheinlich war das andere alles eher... Ah, sogar die Credits sind anders. Wie cool. Ja, was kann ich sagen? Ich fand dieses Spiel einfach nur total toll. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich war mal ganz aufgeregt, den nächsten Part aufzunehmen, weil die Story einen ja auch echt mitgenommen hat. Und die Charaktere vor allem. Ich finde, man hat sich total mit denen identifiziert und man hat mit denen mitgefiebert, das ist wohl passender als identifiziert. Und man wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und man wollte vor allem, dass Shiori und Tsugakun irgendwie doch noch zueinander finden, beziehungsweise die beiden irgendwie ein glückliches Ende haben. Aber es hat ja geklappt. Oh, das Versprechen der zwei. Ende 1.
Super, ich bin glücklich. Wunderbar, perfektes Ende. So eins habe ich mir gewünscht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur nochmal Dank an den Entwickler und natürlich auch an den Übersetzer, an Tosiaki nochmal. Echt super, dass wir die Möglichkeit hatten, dieses Spiel zu spielen. Und ich danke natürlich auch euch, die ihr dabei wart. Ich glaube, ich werde auch diese Musik niemals vergessen, ne? Dieses Lied hier aus dem Anfangsscreen, das ist so schön. Ich liebe es. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Vielen Dank an euch alle. Es war ein ganz tolles Spiel, ein ganz tolles Let's Play für mich persönlich jetzt. Hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.